Ja, was soll ich sagen? Schönen guten Nachmittag. Freut mich, dass ein paar doch noch am Freitagnachmittag sich hier eingefunden haben und Lust haben, ein bisschen was über Swift und Gripe zu lernen oder allgemein als Begriff dahinter vielleicht Software Composition Analysis. Ich möchte mal ein bisschen anders mit euch einsteigen, mit einem Gedankenspiel. Stellt euch mal vor, ich wäre ein Investor und ich will jetzt in euer Unternehmen investieren. Aber als einzige Bedingung, bevor ich investiere, möchte ich von euch wissen, was habt ihr denn bei euch so alles am Start, am Laufen, an Komponenten und vor allen Dingen eben in welchen Versionen und mit welchen Lizenzen dahinter. Und das hätte ich natürlich gerne as far as possible, as soon as possible. Was meint ihr, wie schnell wärt ihr in eurem Unternehmen in der Lage, das zu liefern? Ich nehme mal an, zumindest ein paar würden jetzt sagen, das hätte schon ein bisschen manuelle Arbeit, die es nach sich ziehen würde. Zweites Gedankenspiel. Nehmen wir mal an, Log4Shell 2.0 tritt auf. Euer Manager sitzt jetzt schon in einem Krisenmeeting mit seinen Stakeholdern und soll gegenüber denen rechtfertigen oder erklären, ob man betroffen ist, wo man betroffen ist, was das vielleicht für Risiken birgt. Ihr werdet dazugezogen, werdet angerufen und euer Chef will jetzt gerne, euer Manager will jetzt gerne von euch wissen, na, sind wir betroffen? Was bedeutet das? Könntet ihr ad hoc darauf eine Antwort liefern? Ich bin Michael Hansen, in meinem früheren Leben mal Softwareentwickler gewesen. Full Stack viel mit Java und JavaScript gemacht. Inzwischen seit 2019 bin ich für die Rewe Digital, ehemals Rewe Systems, im Einsatz als DevOps. Dort arbeite ich in einem Plattformteam, wir heißen die Custom Development Plattform. Wir sind dafür verantwortlich, deren CI/CD aufzubauen und zu betreuen. Wir helfen also unseren ganzen Produktteams, unseren ganzen Softwareentwicklern am Ende des Tages, dass die ihren Job hoffentlich ein Stück besser und schneller machen können. Ja, begleiten Sie dort an der Stelle auf dem Weg. Was habe ich heute mit euch vor? Ich habe jetzt euch schon ein bisschen eingeleitet in das Thema. Möchte da gleich noch ein paar mehr Folien zu zeigen. Dann kommen wir zu den eigentlichen Themen. Was ist SIFT denn überhaupt? Dahinter verbirgt sich dann oder werden wir den Begriff der S-Bomb kennenlernen. Was bedeutet das? Was macht man damit? Dann zweites Tool, Gripe. Was ist das? Was macht man damit? Was kann man damit erreichen? Und dann der vielleicht wirklich richtig spannende Teil ist, wie integriert sich das denn jetzt alles so in so einem Entwicklungsprozess, in der Praxis letztendlich? Und am Ende auch so ein bisschen Lessons learned. Was haben wir, die da jetzt schon einen kleinen Weg mitgegangen sind, schon an Erfahrung damit gemacht? Ich habe mir nochmal aktuell ein paar Security-Reports angeschaut. Und wenn man da guckt, dann ist der Anteil an Software-Code-Basen schon relativ hoch, wo Open Source mit im Einsatz ist. Das ist ja eigentlich erstmal auch cool, dass Open Source inzwischen so verbreitet ist. Wenn man aber dann rechts schaut, auf der rechten Grafik, dann, ich hoffe, ihr könnt das übrigens alle lesen. Also wenn nicht, dann gerne intervenieren. Sowieso jederzeit, wenn ihr Fragen habt, auch gerne zwischendrin Fragen stellen. Wir haben hoffentlich aber auch am Ende noch mal ein paar Minuten, um auf Fragen eingehen zu können. Genau, auf der rechten Seite sieht man dann aber auch, dass der Anteil an solcher Open Source Code dann relativ häufig auch schon irgendwelche Schwachstellen beinhaltet. Und nicht selten auch mit High-Risk-Schwachstellen. Gucken wir das uns ein bisschen weiter an, dann sehen wir hier zum Beispiel, es gibt enorm viele, gerade bei NPM, enorm viele Pakete, die jedes Jahr dazukommen.
Was ja auch erstmal wieder schön ist, dass da so viele Leute bereit sind, Code zu schreiben und auch mit der Welt zu teilen und uns Dinge bereitstellen. Ich habe hier auch nochmal ganz konkret ein Modul, ein Node.js MPM-Modul, Lodash heißt es, rausgesucht. Das war jetzt rein zufällig. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt das größte, zentralste ist oder nicht. Das können Frontend-Entwickler viel besser beurteilen inzwischen als ich. Aber wir sehen hier sofort, das hat enorm viele andere Module, die darauf aufsetzen, die dieses als Dependency haben. Und es hat auch eine ganz schön große Anzahl an Downloads, die da zustande kommen. Und das bringt mich zu dem Thema, worüber wir dann gleich auch reden werden. Das wäre schon doof, wenn da jetzt irgendwie eine Schwachstelle auftritt. Weil das bedeutet, dass da schon gleich sehr viel dann von betroffen ist. Hier links sehen wir eine Grafik, auch aus einem solchen Security Report, in diesem Fall von Sneak. Die haben mal die Frage gestellt, wie viele in ihrem Unternehmen eigentlich wirklich bei Open Source Libraries, die sie bei sich so im Einsatz haben, sich das genauer anschauen. Ja, und da ist halt die Rückmeldung gewesen, dass 31% im Prinzip gar nicht mehr die direkten oder indirekten Dependencies, die sich da anziehen, wirklich genauer anschauen, immer noch. Muss man sagen. Das hat sich zwar in den letzten Jahren doch erheblich schon verbessert. Da haben Log4Shell und Co. sicherlich auch zu beigetragen und die öffentliche Wahrnehmung, die es inzwischen gibt. Aber viele oder immer noch eine ausreichende große Zahl schaut da eigentlich gar nicht so genau hin. Rechts sehen wir eine Grafik, die Top 10 der OWASP. Ich hoffe, die OWASP ist hier jedem ein Begriff. Also es ist die Open Web Application Security Project heißt es, glaube ich. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich zur Aufgabe macht, Sicherheit von Anwendungen und Diensten, die so im World Wide Web unterwegs sind, eben zu verbessern. Und die haben so eine Top-10-Liste. Und in dieser Top-10-Liste kommt auch genau dieser Aspekt. Hier sehen wir es unter meinem Mauskursor, seht ihr? Ja, genau. Using Components with Known Vulnerabilities. In den Top 10 kommt es vor, inzwischen ist es sogar unter einem anderen Begriff, Vulnerabilities and Outdated Components, noch deutlich relevanter geworden. So, jetzt die schlechten Neuigkeiten. Natürlich wissen das nicht nur die guten Softwareentwickler. Also ich habe ja schon gesagt, ne, so, damit ist, glaube ich, denke ich, klar, jede hinlänglich große Software enthält irgendwo auch dann eben Open-Source-Libraries oder Komponenten von Drittanbietern im Allgemeinen. Das ist auch, wie gesagt, weiterhin gut so. Letztendlich macht uns das überhaupt erst wirtschaftlich und nicht jeder soll natürlich das Rad neu erfinden müssen. Aber eben die Gefahren, die da sich mit verbirgen, das ist offensichtlich bei allen noch nicht so präsent und dieser Faktum ist halt auch der Punkt, das wissen natürlich auch die Bad Guys. Ihr kennt sicherlich diesen Spruch, ne? Ihr müsst nicht schneller sein als der Löwe, ihr müsst nur schneller sein als die anderen Gazellen. Was bedeutet das? Ich will jetzt hier nicht damit sagen, macht keine Security, sondern ich will nur damit sagen, habt jetzt keine Panik. Wenn ihr nachher wirklich dazu kommt, mal SwiftGripe einzusetzen und alles rot aufleuchtet und bunt aufleuchtet, besser gesagt, wie so ein Weihnachtsbaum, es bedeutet noch nicht, dass alles super schlimm ist, aber Security ist halt schon wichtig. Wenn ihr damit anfangt und schon ein paar Dinge tut, dann seid ihr schon gut dabei. Wahrscheinlich verliert ein Angreifer dann schon das Interesse an euch, wenn er sich nicht gerade auf euch eingeschossen hat und zieht weiter und nimmt das nächste leichtere Ziel, sprich die andere Gazelle, die ein bisschen langsamer ist und noch nicht ganz so weit ist. Schon lange her, da habe ich mal einen Artikel gelesen, der dazu ganz gut passt und den ich euch ans Herz legen könnte, wenn ihr da Lust drauf habt.
Da hat ein IT-Kollege mal wirklich das Szenario durchgespielt, wenn er so eine NPM, so ein Modul da hernimmt und da mal bösen Code drin versteckt. Wie man das, er hat es mal komplett durchgespielt, wie er damit dann in der Lage wäre, dann Kreditkarten und Passwörter und so weiter einzusammeln. Und das hat er sehr realistisch dargestellt und lässt es auch eigentlich bis zum Ende des Artikels so ein bisschen offen, ob er das jetzt wirklich getan hat oder ob das nur einfach so ein Spaß ist. Er schreibt in der Tat dabei ja auch sehr konkret, wie er vorgeht, dass er nicht erwischt wird, dass abgreifende Daten nur zu gewissen Uhrzeiten stattfindet, wenn er auf einer Test- oder Staging-Umgebung ist, dass sich da dann sein Modul eher schlafen legt und nichts tut und gar nicht böse ist und das nur eben dann im Produktivsystem am Ende passiert. Das finde ich war ein sehr spannender Artikel und ist auch ein bisschen so ein Eye-Opener gewesen. Auch der Artikel selber ist 2018, also schon ein paar Tage älter. Aber ja, zeigt auch nochmal sehr gut die Problematik auf. Und inzwischen ist auch mal das BSI aufgewacht und hat das auch gemerkt, dass an der Stelle vielleicht etwas getan werden muss. Und erst kürzlich gab es dazu einen Heise-Artikel, beziehungsweise das BSI selber hat eine technische Richtlinie rausgebracht, die hat immerhin schon mal 12 Seiten und stellt sich dafür auf oder macht sich dafür stark, dass Softwarehersteller eine S-Bomb einsetzen sollten. Dazu kommen wir gleich, was das bedeutet. Und auch wichtig in diesem Artikel wird auch erwähnt, es gibt schon eine EU, einen Entwurf von der EU-Kommission. Es könnte halt irgendwann auch in naher Zukunft sein, dass so eine S-Bomb Pflicht wird für Softwarehersteller. Und ja, genau. Ich hoffe, damit habe ich euch dann ausreichend motiviert, warum dieses Thema wichtig ist. Also, was können wir tun, um nicht gefressen zu werden? Und da bringe ich den Begriff Software Composition Analysis mit rein. Den habe ich hier eben schon einmal fallen lassen. Was bedeutet das? Mit der Software Composition Analysis schaffen wir wirklich einen Überblick über alle Drittanbieter-Komponenten, also Open-Source-Komponenten, die jetzt in meiner Software mit drin sind. Erkläre ich gleich noch ein bisschen genauer. Und schafft damit eine Übersicht für so ein Unternehmen, was habe ich denn da wirklich eigentlich im Einsatz? Dafür dann nachher die S-Bomb. Welche Schwachstellen sind bekannt? Also das muss man eben ganz klar sagen. So eine S-Bomb oder so ein, was wir hiermit an Sichtbarkeit schaffen nachher am Ende, ist wirklich nur, listet natürlich nur die bekannten Schwachstellen auf. Es kann nicht von den Unbekannten wissen. Es ist nur das, was bekannt ist, werdet ihr dann nachher also auch als Information rausbekommen. Und genau, was danach wir am Ende auch noch daraus gewinnen, ist, welche Lizenzen habe ich denn damit eigentlich bei mir mit im Einsatz? Als Softwareentwickler ist es dann wiederum wichtig, dass sowas möglichst früh, möglichst am Anfang in der CI/CD, in den CI/CD-Pipelines mit integriert ist, damit ein Softwareentwickler natürlich dann auch sehr schnell merkt, wenn er da ein Problem hat. Und es ist auch wichtig, dann entsprechend stetig im Prinzip solche Prüfungen vorzunehmen, solche Scans vorzunehmen. Und natürlich wollen wir auch damit keinen Softwareentwickler gängeln, sondern es sollte eigentlich möglichst automatisiert passieren. Ein Achtungspunkt an der Stelle ist dann, man könnte jetzt auch sagen, bei all diesen Scannen, Prüfen, wenn dann nachher am Ende wirklich rauskommt, okay, ich setze jetzt auf irgendwas eine Komponente, die hat eine Schwachstelle, will ich dann am Ende damit verhindern, dass das auch irgendwo in einer Produktion landet, ja oder nein, das ist ein Punkt, depends. Können wir vielleicht auch nachher nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Okay, so, jetzt aber richtig. Was ist Swift? Swift selber beschreibt sich folgendermaßen. A CLI tool and Go library for generating a software bill of materials, SBOM, from container images and file systems. Exceptional for vulnerability detection when used with a scanner like Gripe. Nochmal anders zusammengefasst, also es handelt sich um ein CLI-Tool, was in Golang geschrieben ist, zum Generieren eben solcher Software Bill of Materials, was ich, wie gesagt, gleich noch genauer darstelle.
Diese Software Bill of Materials werden normalerweise in, es gibt zwei gängige Standards dafür, Cyclone DX und SPDX. Und die kann ich hier auch dann entsprechend in diesen Formaten nachher generieren. Es gibt aber auch noch weitere, die Swift zur Verfügung stellt. Das Tool ist verfügbar in Linux, für Linux, Mac, Windows. Und als Container-Image findet man das auch auf Docker Hub. Ist ein Open-Source-Projekt selber auch, was sich unter der Apache-Lizenz befindet. Der Hauptmaintainer dahinter ist die Firma Anchor, die dann selber weitere Business-Lösungen rund um dieses Thema und dann auch natürlich Business-Support dann liefert und damit dann Geld verdient. Wer nach diesem Vortrag Lust hat, da weiter einzusteigen, die haben eine Open-Source-Community und treffen sich jeden zweiten Dienstag. Die sind also sehr offen mit dem, was sie tun. Und da kann man jederzeit anscheinend reinschauen und da mitwirken. Wir als Unternehmen haben sogar in der Tat auch schon ein paar Merch-Requests an die gestellt und sind mit denen darüber in Kontakt und nehmen da auch schon so ein bisschen Einfluss drauf für die Weiterentwicklung, was Swift und Gripe angeht. Swift unterstützt jetzt zahlreiche Ökosysteme. Ich lese jetzt nicht alle vor, aber ihr seht schon, die gängigsten Sprachen und Umgebungen werden eigentlich unterstützt. So, jetzt aber, was ist eine S-Bomb? Ja, wenn man es schwierig ausdrücken will und so beschreibt es auch dann letztendlich das BSI, ist es eine Stückliste, beziehungsweise eine rekursive Auflösung aller Komponenten und Abhängigkeiten einer Softwareanwendung oder eines Systems. Die enthält also erstmal ein paar Metadaten darüber, über eure Software selber, die ihr jetzt hier gerade scannt. Wer ist der Ersteller dieser Software? Wann wurde diese Bill of Material denn jetzt wirklich erstellt? Aber auch eben weitere Informationen bei Bedarf über die Softwareversion, über die Lizenz dahinter und so weiter. Und dann natürlich ganz im Wesentlichen eben die Auflistung der einzelnen Komponenten, der NPM-Module meinetwegen, die dahinter stecken, die dann mit zum Einsatz kommen. Da dann halt auch Ersteller, Name, Version der Komponente natürlich, Lizenzinformationen, sofern eben alles angegeben vorhanden und dann eben auch die Abhängigkeiten zu anderen Komponenten. Ihr könnt das euch also vorstellen wie so eine Zutatenliste beim Lebensmittel, ja, was da draufsteht, das ist im Prinzip mehr oder weniger vergleichbar. Wichtig dabei ist das Ganze, ich habe ja schon eben eingangs gesagt, es gibt ein paar Standards, die sich da inzwischen schon etabliert haben. Die sind natürlich dafür gut, dass das dann auch eben Maschinen weiterverarbeitbar ist. Und zwar hier nochmal ein bisschen genauer aufgelistet, Cyclone DX und eben besagte SPDX oder Software Package Data Exchange. Ob eine Bill of Material, also eine Software Bill of Material, jetzt auch noch Informationen zu Schwachstellen liefert, ist dann wiederum abhängig davon, von dem Tooling, was ihr einsetzt. Wir werden sehen, oder ja, wahrscheinlich komme ich da nachher noch zu, müssen auf die Zeit gucken, dass bei Swift nicht unbedingt sofort dort solche Informationen mit da drin stehen. Dann erst wenn wir Gripe mit einsetzen, dann würde ich solche Informationen auch mit dabei haben. Angesichts der Zeit hüpfe ich hier mal ein bisschen drüber. Was ist jetzt dann letztendlich der Mehrwert so einer S-Bomb? Also ich schaffe auf der einen Seite erstmal Transparenz. Ich schaffe einen Überblick. Ich kann dann nachher eben, um wieder zur Einleitung zurückkommen, ich kann dann nachher auch hoffentlich dann eine Aussage darüber tätigen, was habe ich dann alles an Komponenten bei mir wirklich, in welchen Versionen, mit welchen Lizenzen im Einsatz. Dadurch kriege ich also ein bisschen ein Stück weit eine Sicherheitsbewertung. Ich habe ein Lizenzmanagement, also ich weiß halt, was ist dann bei mir wirklich an Lizenzen im Einsatz. Ich sehe dann eben oder kann diese Daten dann auch eben verwenden, um Compliance-Angelegenheiten entsprechend zu bewerten. Und am Ende habe ich dann damit natürlich dann auch eine
Risikobewertung oder Risikominderung für mein Unternehmen. Wie viel Risiko habe ich jetzt gerade durch den Einsatz Komponente X und Y, wenn da eben entsprechende Schwachstellen bekannt sind und ich die bei mir meine Software habe. Zurück zu Swift nochmal ganz kurz. Was ist dort noch wichtig zu wissen? Wenn wir Swift einsetzen, dann kann das auch mit privaten Repos und Registries umgehen. Also das ist bei uns zum Beispiel auch ganz wichtig gewesen, dass es das kann. Sprich, es kann nicht nur auf Lips zugreifen, die sich irgendwo im Public Repos befinden oder sonst was. Du kannst das Ganze, wir können das zwar alles in einem CLI, ich sagte ja, es ist ein CLI-Tool, kann ich mit Parametern füttern und dort alles konfigurieren, aber ich kann das auch über eine YAML machen. Und ganz wichtig, auch noch hier unten der Punkt, man muss aufpassen, wie man es aufruft, denn abhängig davon unterscheidet es sich im Verhalten. Wenn ich ein Filesystem, das sagte ja auch eingangs, es geht mit Containern und Filesystem, wenn ich ein Filesystem scanne, dann verhält es sich leicht anders, als wenn ich einen Container scanne. Filesystem, da guckt er halt zum Beispiel über Python, würde jetzt gucken nach einer Requirements.txt und guckt sich an, was steht da so drin an Dependencies. Bei einem Container geht er davon aus, dass das schon alles gebaut und sonst wie es ist und alle Abhängigkeiten wirklich dort explizit drinstecken und geht die dann halt entsprechend durch und guckt nicht mehr nach so einer Requirements.txt. Oder eine Package.json jetzt im Falle von NPM. Nebst den besagten Ausgabeformaten, den standardisierten, gibt es weitere Ausgabeformate, werden wir auch gleich noch sehen. Standard ist nämlich so eine tabellarische Ausgabe. Dann gibt es nochmal ein eigenes JSON-Format, was sie sich ausgedacht haben, um für das Zusammenspiel dann nachher mit Gripe, was wir gleich sehen werden, und weitere. Ja, also ich kann auch, letztendlich kann ich auch selber sagen, ich kann per Go-Templates mir meine Ausgabe selber so gestalten, wie ich sie haben möchte. So, was ist Gripe? Beschreiben es als a vulnerability scanner for container images and file systems. Works with Swift, the powerful SBOM software tool for container images and file systems. Also, wiederum auch ein CLI-Tool, genauso auch in Golang geschrieben. Euch wird jetzt auf dieser Folie einiges bekannt vorkommen, wo ich dann, wie gesagt, File-Systeme, aber auch Container-Images eben mit scannen kann nach bekannten Schwachstellen. Es verwendet unter der Haube Swift. Ich kann es selber direkt einfach aufrufen auf meine Package.json, auf mein Softwareprojekt, auf meinen Container, aber ich kann auch eine SBOM zur Verfügung stellen und basierend auf dieser SBOM sagen, hier, sag mir mal, welche Schwachstellen kennst du dazu. Witzigerweise ist Gripe nur für Linux und Mac verfügbar, nicht für Windows. Hintergründe sind mir nicht bekannt und es gibt es halt aber auch als Container-Images. Ganze ist auch Open Source, kommt genauso von Anchor. Das ist auch der Grund, denke ich, warum das so gut miteinander spielt, Swift und Gripe, und in der Kombination halt entsprechend ja, super funktioniert. Ja, wie auch schon bei Swift, kann ich auch hier das Ganze konfigurieren über YAML oder eben über weitere Parameter, die ich beim Aufruf mit dazu packe. Und natürlich kann das auch genauso mit privaten Repositories umgehen. Wenn ich jetzt einen Scan durchführe, dann habe ich auch hier wieder verschiedene Ausgabeformate. Auch hier eine tabellarische Darstellung. Auch hier gibt es wieder CycloneDX als Ausgabeformat. Oder ihr seht Go-Templates sind auch hier möglich. Unten sehen wir beispielhaft so eine Ausgabe in tabellarischer Form auf der Command-Line, wo jetzt hier zum Beispiel die lib-apk-Tools gefunden wurde in der Version 2.10.6. In diesem Fall sagt er auch zu der gefundenen Schwachstelle CVE 2021 und so weiter, gibt es sogar schon einen Fix. Bei den anderen, wo das hier ausgelassen wird, da gibt es entsprechend noch gar keine Lösung für, jedenfalls nicht über ein Update. Richtig. So, wie macht
Gripe das denn jetzt überhaupt? Also man muss ja irgendwo eine Grundlage haben, dass er sagen kann, es gibt diese oder jene Schwachstelle in deinen Komponenten, die du da einsetzt. Es ist so, dass Gripe auf eine Liste von Ressourcen zugreift aus dem Internet, die genau so eine Schwachstellen-Datenbank halt auch schon haben. Und das lädt er sich, bevor der eigentliche Scan stattfindet, herunter und speichert das in einer SQLite-Datenbank lokal. Das ist im Normalfall auch kein weiterer Achtungspunkt. Es ist mir vielleicht nett zu wissen, hier, das ist dann halt die Liste der Quellen, auf der dann die lokale Datenbank letztendlich basiert. Kann aber zu einem Thema werden, und zwar, wenn ihr ein Air-Gapped Environment habt, also wenn eure Anwendung oder da, wo ihr Gripe ausführen wollt, nicht einen direkten Internetzugriff hat, weil dann kommt er natürlich an diese Quellen nicht ran. Und Gripe ist halt auch wirklich so, wenn der im Standard, im Default-File 5 Tage lang nicht in der Lage war, seine Datenbank zu aktualisieren und sagte, nee, ich mache hier nicht mehr weiter, das ist mir zu alt. Das lässt sich konfigurativ, da lässt sich überall drauf Einfluss nehmen. Aber ja, das muss man dann halt erstmal wissen. Schön ist, dass man dann halt aber auch an der Stelle wirklich überall Einfluss drauf nehmen kann. Und ich im rein theoretisch auch sagen kann, das ist in Ordnung, dass du jetzt eine veraltete Datenbank hast für mich. Und durch diese lokale Datenbank, die ihr dort habt, habt ihr auch keine stetige Abhängigkeit halt immer, dass da jetzt irgendwie die Quellen im Internet auch jederzeit verfügbar sein müssen. Also, ja, wie gesagt, bis zu 5 Tagen im Standardfall können die auch gerne offline sein und ihr habt eure lokale Datenbank. Wenn ihr schon einmal die angelegt habt, wenn ihr die schon einmal habt, dann ist das für euch kein Problem. Bedeutet halt auch, wenn zum Beispiel Firma Anker irgendwann keinen Bock mehr hat auf Gripe und sagt, ja, stellen wir ein, bringt uns nicht so viel Geld, wie wir uns gewünscht haben, dann müsst ihr nicht sofort irgendwie eine andere Lösung finden, rein theoretisch. Ihr könnt euch das auch komplett aneignen und selber diese Datenbank rein theoretisch pflegen. Ein weiteres Thema, wenn man sich mit diesem ganzen Bereich beschäftigt und ein Nervpunkt, möchte ich sagen, ist dann immer also False Positives. Softwareentwickler kennt man das, vielleicht auch aus anderen Bereichen. Es ist dann immer dieses Hintergrundrauschen, was sich dann von den eigentlichen Problemen ablenkt, wenn du dann irgendwo hingelenkt wärst, wo eigentlich gar kein Problem für dich besteht. Und die willst du eigentlich nicht haben, die willst du eigentlich minimieren. Dann hast du auch in Gripe die Möglichkeit, Ignore-Listen zu definieren, konfigurativ. Zum Beispiel, wir sehen hier rechts einen Screenshot davon, wo er genau das macht. Da kann man sehr gut über viele Parameter eben darauf Einfluss nehmen, welche Sachen er ignorieren soll. Da gibt es wohl auch noch, das ist mir bisher, da habe ich keine Erfahrung, kann ich leider nicht viel mehr zu sagen, so Wex-Dokumente, wo man wohl auch genau solche Ausschlüsse definieren kann. So, wie sieht das Ganze denn in der Praxis aus? Ich habe mal jetzt hier ein ganz simples Beispiel gebracht. Also ich habe jetzt hier ein Projekt, da befindet sich eine POM-XML und eine Package.json einfach mal drin. Das sei jetzt mal dahingestellt, wie realistisch das Szenario ist, dass ich genau beides habe, aber machen wir es mal einfach mal so. Wichtig ist hier einfach, ihr seht hier keinen Node-Modules-Ordner oder ähnliches, sondern wirklich nur die Package.json, die Package-Log.json und die POM-XML. Und basierend auf denen, ich hoffe, man kann es wirklich lesen, führe ich hier rechts oben Swift aus. Ich sage ihm einfach nur, hier nimm mal jetzt das aktuelle Verzeichnis und ich habe jetzt sogar noch gesagt Output Table, das hätte ich gar nicht machen müssen, weil das ist der Standard, aber jetzt einfach mal als Table. Dann kommt diese folgende Liste raus. Das sind jetzt seine Komponenten, die er jetzt in diesem Fall gefunden hat. Er sagt dir dann auch, ein paar von Typ npm, basierend eben auf unserer Package.json oder Package.log.json besser gesagt, und eben auch ein paar, die er jetzt aus der POM-XML entsprechend gefunden hat. Schön. Jetzt möchte ich das natürlich nicht nur auf der Command-Line sehen können, sondern der Mehrwert liegt darin, das nachher wirklich dann als S-Bomb zu generieren. Dann sage ich ihm hier konkret als Ausgabeformat zum Beispiel JSON,
und gebe dem Ganzen einen Namen. Hier würde ich jetzt auch dann eben, wenn ich nicht JSON haben möchte, wenn ich jetzt eins von den Standards haben möchte, dann sage ich da SPDX oder CycloneDX und dann würde er das entsprechend in einem anderen Format dann eben als Datei ablegen. Und hier unten kann man es jetzt auch erkennen, also eben wie wir es tabellarisch dargestellt gesehen haben, finden wir jetzt hier natürlich dann genau die gleichen Komponenten, die er dann genauso auflistet. Mit ein paar mehr Details dann natürlich. Gerade das vielleicht noch wichtig zu wissen, wenn ich jetzt dieses eigene JSON-Format dort angebe, nutze, dann kriege ich auch am meisten Informationen daraus, weil das ist halt das, was sie sich selber frei ausgedacht haben. Bei Cyclone und SPDX, da halten sie sich natürlich dann entsprechend an den Standards. Die haben auch schon sehr viele Informationen drin, mehr als auf jeden Fall, was ihr so in dieser tabellarischen Darstellung natürlich sehen würdet. So, jetzt, wie gesagt, kann ich dann diese S-Bomb nutzen, um darauf basierend so einen Schwachstellen-Scan vorzunehmen. Ich habe jetzt hier oben wirklich mal dann die eben generierte S-Bomb genutzt, indem ich hier, ich gebe Ihnen so ein Schema an, S-Bomb, und sage dann hier, jetzt in diesem Verzeichnis solltest du jetzt eigentlich einen S-Bomb-JSON finden. Dann sehen wir hier, dass er erstmal seine Datenbank aktualisiert. Wie gesagt, das ist der erste Step immer. Und dann führt er einen Scan durch und findet hier jetzt in diesem Fall 4 Schwachstellen. In diesem Fall sogar wirklich für alles eine Fixed Version. Sehr schön. Also ich bin in der Lage, wirklich alles durch ein Update eben zu eliminieren bei mir. Sehen hier noch, bin ich auch noch nicht so drauf eingegangen, unter Vulnerability, so ein Buchstaben-Zahlensalat, das kann ich nutzen, um danach zum Beispiel zu googeln, dann kriege ich dazu weitere Informationen, was dann hinter dieser Schwachstelle sich verbirgt. Würde ich das Ganze jetzt mehr in einem anderen Format am Ende ausgeben lassen, dann kriegt ihr auch eigentlich in diesem JSON oder was auch immer ihr ausgeben lasst, eigentlich direkte Links mit drin. Also dann könnt ihr da direkt draufklicken und landet dann auf einer Seite, wo ihr deutlich mehr Informationen noch Hintergründe dazu findet. Ganz rechts sehen wir hier so eine Severity. Das ist auch eine ziemlich heruntergebrochene Darstellung. Wenn ihr diesen Links folgen würdet, dann wäre das dort meistens auch, oder auch selbst wenn ihr es eben schon als andere Form euch ausgeben lasst, dann werdet ihr viel mehr Details darüber kriegen, was sich dahinter verbirgt, hinter dieser Einschätzung. Wer dazu mehr wissen möchte, der sollte mal nach CVSS-Scores googeln. Da kriegt man dann sehr viel Information dazu, wie das dann zustande kommt, zu dieser Einschätzung nach am Ende. Dahinter verbirgen sich viele einzelne Kriterien, die dann nachher zu einer Gesamtbewertung führen. Und dann entsteht ein Score, der dann nachher eigentlich als numerische Zahl auch existiert, zwischen 0 und 10 oder eben als so textuelle Darstellung zwischen, ja, wir sehen es ja hier, Medium Critical High. Ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendwie was für unkritisch? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber die werden ja dann auch nicht so interessant für uns. Ich glaube, es fängt sogar erst bei mir an, kann das sein? Bin mir gerade nicht sicher. Wenn es einer weiß, kann das ja zum Beispiel gerne im Chat jetzt mal in den Kommentaren reinschreiben. Hier äußert sich gar keiner. Wahrscheinlich nicht. Genau, hüpfen wir weiter. Ich habe es ja eben schon vorgegriffen. Ha, siehst du, hier habe ich auch noch eine Folie dazu. Wenn wir das Ganze mal in einem anderen Format hier im JSON ausgeben lassen, dann stehen da halt eben genauso Links mit drin, wo dann mehr Hintergrundinformationen sind. Und hier unten sehen wir genau dieses detailliertere Ausgabe, dieses Scores. Der wird dann immer auch in diesem Buchstaben-Zahlensalat dann so zusammengefasst, beziehungsweise hier unten auch ein bisschen noch weiter aufgedröselt. Genau. Wie sieht das Ganze jetzt bei uns in der REWE Digital aus? Was machen wir damit? Ich sagte schon, zum einen willst du diese ganzen Scans, Resultate möglichst früh als Softwareentwickler eigentlich mit integriert haben, damit du auch möglichst früh weißt, ob ich irgendwo ein To-Do habe.
Also ja, möglichst früh in meinem Softwareentwicklungs Lebenszyklus halt mit drin. Das kann ich auch machen, weil diese Scans sind normalerweise sehr schnell. Die sind wirklich rasend schnell durch. Wie gesagt, aus Zeitgründen verzichte ich jetzt mal darauf, das nochmal zu demonstrieren. Aber glaubt es mir, anders sieht es dann eben bei anderen Dingen aus. Wenn ich so ein SAS-DAST mache, dann kann so eine Pipeline auch gerne mal eine halbe Stunde oder so brauchen. Das will ich dann vielleicht nicht mit jeder Pipeline machen, aber ja, hier in diesem Fall ist es eigentlich kein Problem. Und so haben wir zum Beispiel uns dann auch dazu entschieden bei uns, das wirklich mit jeder CI-Pipeline im Prinzip so ein Scan mit durchzuführen. Erst Punkt. Last und das, Michael, ist es das so Ähm, ausgesprochen? Oder was unterscheidet das von SCA? das ist Static und Dynamic Application Security Testing. Während ich jetzt hier bei dem Software Composition Analysis mir eigentlich so die ganzen Komponenten anschaue, die dann meine Software dann so mitbringt, die ich dann so als Dependencies klassischerweise mit drin habe, ist es bei SAS, dass ich mir wirklich und das nachher den Quellcode anschaue. Und da entweder eben auch noch also bei DAST, jetzt oh, dünnes Eis, zur Laufzeit und bei SAST ist es, dass du wirklich auch noch auf den Quellcode, aber da halt dann versuchst eben Schwachstellen zu identifizieren, indem du wirklich den Quellcode anschaust und da durchgehst und nach typischen Mustern dann scannst. Ja. Also, Hintergrund war gerade, falls es jetzt nicht im Stream mit hörbar war, die Frage, was ist das, was ist das, wo grenzt sich das dazu ab? Genau. Ich glaube, das dazu. Wir haben bei uns wirklich zwei Ansätze. Die wir verfolgen. Und ich sagte es zwar schon eben quasi, einerseits haben wir, ja, ich sagte es noch nicht, zwei Ansätze. Zum einen bieten wir jetzt in Swift und Gripe als so Job-Templates, als so ein Pipeline-Baustein bei uns an. Wir benutzen bei uns hauptsächlich GitLab. Und das können dann unsere Software oder unsere Produktteams, unsere Softwareentwickler dann in ihren Pipelines letztendlich anwenden. Teilweise ist halt auch standardmäßig schon integriert. Und wir haben einen zweiten Ansatz, das nennen wir den Security Data Mesh. Was das bedeutet, da komme ich gleich drauf. Zwar, ich müsste mir mal Feedback geben, ob man das jetzt hier da hinten noch gut lesen kann. Wahrscheinlich ist das dann schon ein bisschen schwieriger. Sehen wir hier links so ein heruntergebrochenes, einfaches Beispiel so ein Job-Template für ein NPM-Bild. Hier mittendrin, ihr müsst es mir dann jetzt glauben, mache ich so typische NPM-Geschichten und am Ende rufe ich immer mit einem Swift auf, was mir letztendlich dann so eine SBOM generiert. Diese speichere ich mir dann, wer GitLab ein bisschen besser kennt, dann als Artefakt ab, sodass ich die dann auch noch nachgehend in weiteren Jobs und so weiter zur Verfügung habe und auch noch später verwenden kann. Genau das Gleiche, wenn ich jetzt hier nicht ein NPM-Bild nehme. Wir haben auch einen direkten Job für Swift-Scans, wenn ich das direkt durchführen möchte. Ähnliches Prinzip. In Gripe ist unser Job-Template dadurch dann sehr simpel, weil dieser Job, wenn er nachfolgend ist, sowieso schon diese Artefakte immer bereitgestellt kriegt und dann einfach nur sich diese SBOM jetzt ziehen kann und darauf basierend eben seinen Scan machen kann nach Schwachstellen. Ja, das ist dann jetzt nur, wie man das jetzt eben zusammen, diese Bausteine dann nachher zusammenbringen würde, dann in einer gesamten Pipeline. Also ich würde mir auf der einen Seite eben jetzt, ich hatte eben NPM als Beispiel, so einen typischen NPM-Baustein reinnehmen zum
Bauen meiner Anwendung, wo dann eben Swift mit ausgeführt wird. Und dann würde ich mir mein Gripe noch mit dazu nehmen und beides dann eben nacheinander ausführen. Unser Security Data Mesh. Was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Bei uns ist es eigentlich so, dass wir inzwischen in GitLab alles, was an Software gebaut wird, landet in einem Container. Bei uns benutzen wir Kaniko zum Bauen eines Container-Images. Klassiker, da wäre eigentlich eher Docker, aber wir sind inzwischen auf Kaniko unterwegs. Und wenn wir dann eben so ein Image bauen, dann landet das letztendlich bei uns in der JFrog Artifactory, also in einer Registry. Wenn wir das machen, dann haben wir so ein kleines Tool, was am Ende des Bauprozesses dann immer einen Ping Richtung unseres Kafkas schickt. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was Kafka ist und was Kafka tut, ist auch an dieser Stelle gar nicht wichtig. Aber da wird diese zentrale Stelle informiert, gesagt, hey, hier wurde ein neues Image gebaut. Nun können andere Komponenten und bei uns dann eben ein Stück Software darauf horchen. Und wenn die dann mitkriegen, dass ein neues Image gebaut wird, dann pullen sie sich dieses Image. Dann kommt Swift und Gripe zum Einsatz, wird die S-Bomb gebaut, abgelegt, irgendwo gespeichert, nachgehalten für uns und mit Gripe dann entsprechend einen Scan durchgeführt. Wenn das erledigt ist, dann werden diese Informationen, hey, ich habe hier wieder einen neuen S-Bomb generiert, ich habe hier wieder einen neuen Scan durchgeführt, werden diese Informationen auch wieder an den Kafka weitergegeben. Und alle, die sich jetzt dafür interessieren, können sich dann diese Informationen letztendlich auch wieder abgreifen. Ein bisschen vereinfacht dargestellt, keine Ahnung, vielleicht habe ich ein Security-Team bei mir in meinem Unternehmen im Einsatz und die möchten basierend eben auf diese Schwachstellen-Scans da irgendwie sich ein Dashboard bauen und dann eine Übersicht haben, können die sich diese Informationen dort abgreifen. Oder ich habe mein Management, möchte auch gerne eine Übersicht haben über die im Unternehmen eingesetzten Lizenzen, die können sich diese Informationen jetzt genau dann dort eben so darüber abgreifen. Was sind die Herausforderungen und Grenzen? Ich hatte ja schon gesagt, all das, was wir da machen, wir finden damit nur bekannte Schwachstellen. Und wenn ich Software sicher betreiben will, dann gehört da sicherlich noch viel mehr dazu. Also ich wollte hier nicht den Eindruck erwecken, dass das alleine reichen würde. Ich sagte schon, es gibt im Prinzip aktuell zwei Standards, Cyclone und SPDX, und die werden halt glücklicherweise auch alle beide unterstützt. Was natürlich für uns gut ist, sollte mal eins von den beiden wegfallen und das andere sich wirklich durchsetzen, dann sind wir da zumindest mit diesen Tools aktuell noch gut gewappnet. Was man sich hier bewusst sein soll, per se kriegt man ja erstmal nur so eine S-Bomb nachher am Ende mit Menge Daten drin oder ja, ein JSON mit meinen Schwachstellen aufgelistet drin, nur wenn ich nur diese Tools betrachte, muss ich mich um die Darstellung dieser Daten natürlich noch irgendwo selber kümmern. Gute Nachricht dabei ist aber, auch dafür gibt es natürlich schon in der Open Source Community sehr viele schöne Lösungen. Ich habe jetzt hier nochmal Dependency Track mit aufgenommen von der OWASP, ist das glaube ich. Wo man genau so eine S-Bomb reinschieben kann und der dir das dann nochmal schön grafisch halt auch alles auflisten kann. Und auch da muss man nicht jetzt unbedingt also selber loslaufen und selber das Rad neu erfinden. Auch da gibt es halt schon schöne Tools dann für. Ganz allgemein gibt es gerade in diesem Bereich sehr viel Bewegung und sehr viel, was da gerade entsteht. Deshalb auch hier nochmal ein weiterer Link, weiterer Hinweis. Auf cyclondx.org werdet ihr zum Beispiel eine Menge Tools finden, die euch dort vielleicht auch weiterhelfen können in eurer Security, in eurer Software Security. Es gibt weitere Themen, die wir jetzt hier aufgrund der Zeit auch nicht mit betrachtet haben, wie zum Beispiel Drifts, die ich feststellen möchte. Zum Beispiel License Drifts. Irgendwie hat sich vielleicht mal in einer meiner Komponenten eine Lizenz verändert und das mag vielleicht auch irgendwelche Einflüsse auf mich als Unternehmen haben. Bisher, jetzt Swift und Gripe alleine liefern dir natürlich keine Möglichkeit, jetzt irgendwie das zu erkennen.
dich da dann zu alarmieren. Aber auch da wird es sicherlich, lohnt sich vielleicht hier ein Blick nach rechts, im Toolcenter vielleicht schon auch gute Tools geben, die auch genau das liefern und dich auf solche Sachen aufmerksam machen. Ein Aspekt, den ich auch nicht außer Acht lassen möchte oder kurz erwähnt haben möchte, ist, abhängig von dem Tool, was ihr einsetzt, also Swift und Gripe sind jetzt in diesem Kontext nur zwei von unheimlich vielen Tools, die es da inzwischen gibt, erhaltet ihr vielleicht auch wirklich in der Tat leicht andere Ergebnisse. Das mag erstmal verwirren, aber es liegt halt immer an der Implementierung der Tools und wie genau sie wirklich, wo genau sie hinschauen. Bloß seid euch dem gewahr, wenn ihr mehrere einsetzt und dann unterschiedliche Ergebnisse kriegt, mag ein Softwareentwickler sehr verwirren, wenn er dann einmal A sieht und einmal B. Die Dokumentation von Swift und Gripe jetzt, die ist sehr gut, aber beschränkt sich wirklich auf den GitHub-Bereich. Ich habe bisher noch nicht wirklich was vermisst, aber das ist im Prinzip nur eine README. Die ist noch relativ kurz, obwohl die Tools schon doch schon relativ viel liefern können. Also kann mir vorstellen, dass man da doch ab und zu mal noch an Grenzen gerät. Ja, False Positives, ich habe schon erwähnt. Die gibt es natürlich auch hier. Ich habe euch ja auch gezeigt, was ihr damit, wie ihr dem begegnen könnt. Ja, und ganz, ganz zum Schluss, natürlich lässt sich auch ein Gripe zum Beispiel austricksen. Da gab es auf der diesjährigen KubeCon einen sehr netten Vortrag zu, wo sich wirklich ein paar Kollegen die Mühe gemacht haben, verschiedene Scanner herzunehmen und hier jetzt mal basierend auf Container-Images dann wirklich eben zu gucken, wie weit können wir die austricksen und welche, wie kriegen wir sie dazu, dass die Vulnerabilities wirklich gar nicht mehr erkannt werden, die es eigentlich dieser Container noch hat, aber dass er die einfach ignoriert und nicht mehr die ausgibt. Und ein ganz witziger Vortrag, ganz unterhaltsam fand ich den. Fand auch an einem Freitagnachmittag statt. Ja, wer Lust hat, kann sich das gerne im Nachgang mal anschauen. Dann bin ich auch schon am Ende. Ich möchte Danke sagen für eure Aufmerksamkeit, dass ihr diesen Nachmittag hier mit mir verbringen mochtet. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann seht ihr links meine Kontaktdaten. Gerade auf meiner Webseite findet ihr noch weitere Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Wir sind ja auch hier vor Ort für die paar Kollegen jetzt hier im Raum, die das Glück, die haben das Glück, die können natürlich auch noch gerne auf uns zukommen direkt. Und ansonsten auch hier nochmal unsere Kontaktdaten. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Oh, schießt du los? Wenn ich jetzt meine Containernutzung zur Bauzeit überprüfe, dann überprüfe ich auch nur die Schwachstellen, die zur Bauzeit bekannt sind. Das ist natürlich die eine Seite. Also der Check sagt mir ja im Endeffekt nur, in dieser neuen Version sind keine neuen Sachen drin. Also klar, ich brauche sowieso irgendwas mal im Vergleich zu vorher. Ja genau, also ich habe ja erstmal nur die Informationen und dann muss ich diese Informationen ja verarbeiten. Und wenn ich das mit dem Bau davor vergleiche, weiß ich ja nur, habe ich seitdem was Neues eingeführt oder ist seitdem was Neues bekannt geworden. Jetzt kann ja trotzdem sein, dass mein Container in der Produktion schon zwei Wochen läuft. Keine Ahnung. Vielleicht darf ich nur einmal pro Monat aktualisieren oder sowas. Kann ja sein, dass dann trotzdem in der Zeit eine neue Sicherheitslücke bekannt ist, die dann in meinem Container ist. Das kriegt ja meine Pipeline nicht mehr raus, weil dort, es sei denn, ich arbeite seitdem weiter, in einem neuen Release oder in einem neuen Job wird diese Schwachstelle entdeckt, dann weiß ich, muss ich ja trotzdem erstmal dann den Transfer machen, okay, jetzt muss ich ja erstmal schauen, okay, ist das jetzt erst an der neuen Version, die ich irgendwie vielleicht durch ein Update reingezogen habe, oder ist das jetzt auch in Prod betroffen? Also da brauche ich ja eigentlich noch einen weiteren Zyklus, der halt nicht nur bei zur Bauzeit bei mir überprüft, ob da jetzt Schwachstellen drin sind, ob jetzt, keine Ahnung, muss ich auch nicht schauen, okay, was ich jetzt im Prod habe, sind für das, was da jetzt ist, sind da jetzt auch neue Schwachstellen drin? Habt ihr da irgendwie einen? Sehr guter Punkt, sehr gute Frage. Ich wiederhole auch nochmal kurz für den Chat hier. Es wurde gerade gefragt, wenn ich das in die Pipeline einbaue, dann kriege ich natürlich nur eine Auflistung. Da will ich gleich gerade was automatisch ausschalten. Kriege ich nur eine Auflistung
der zu dem Zeitpunkt bekannten Schwachstellen. Es kann natürlich auch immer noch danach eine Schwachstelle bekannt werden, die dann auch in meiner Software, in meinem Container-Image, wo auch immer, sich befindet. Wie kriege ich davon mit? Ja, die Antwort ist, natürlich musst du dann wieder scannen. Wir haben dafür weitere Tools im Einsatz, dass wir auch laufend die im Betrieb befindlichen Container dann wieder erneut scannen. Jedes Mal, wenn ein Deployment bei uns im Kubernetes-Cluster stattfindet, wird gescannt und nach einem Zeitintervall wird genau dieser Container einfach nochmal wieder gescannt, ob schon weitere Schwachstellen bekannt sind. Richtig. Das geht rein theoretisch auch mit. Kannst du dann auch mit diesen Tools machen, mit Gripe. Wir haben in diesem Fall ein anderes Tool im Einsatz. Weitere Fragen? Hier aus dem Raum nicht. Und ich kriege ja auch schon ein Zeichen. Dann nochmal vielen Dank.